Wir haben gestern gegen Darmstadt, wie schon gegen Magdeburg, ein extrem wildes Heimspiel erlebt, vor allem die Schlussphase. Wie ist es so, jetzt vielleicht auch nach einer Nacht drüber schlafen, ein gewonnener Punkt oder doch zwei verlorene? Sehr schwierig. Also, vor dem Spiel hätte ich gesagt, mit einem Punkt zufrieden. Klar, wenn du dann zu Hause dann noch das Spiel drehst mit 3-2, ist dann schon bitter, aber am Ende vom Tag, ich glaube, können wir uns mit dem Punkt auch anfreunden und den nehmen wir auch gerne mit. Ja, man darf nicht vergessen, Darmstadt ist eine super Mannschaft, die werden um Aufstieg mitspielen und ja, so zurückzukommen nach einer 2-0 Rückstand, das ist schon Wahnsinn und da hätten wir natürlich gerne gewonnen, klar, und ja, haben wir am Ende dann noch ein 3-3 kassiert, wie gegen Magdeburg, ja, das müssen wir eigentlich verhindern. Wir hätten gerne dann 3 Punkte mitgenommen, aber hätten wir vorher das Unentschieden vorm Spiel unterschrieben, hätten wir auch gesagt, ja, nehmen wir mit. Du hast 2-mal per Kopf getroffen. Bist du jetzt zum neuen Kopfballungeheuer in der Mannschaft? Ich habe es mir von Terence abgeschaut. Nein, Spaß. Bin jetzt nicht dafür bekannt, Kopfballtore zu machen, aber ich denke, mit viel Training und auch was wir jetzt so die Wochen trainiert haben, auch mal ein Kopfballpanel gewesen, hat das ganz gut funktioniert heute. Darmstadt hat Qualität gezeigt. Das ist das, was man auch mitnehmen muss, dass man sicherlich einen der Aufstiegskandidaten in der Liga hier so am Rande einer Niederlage hatte? Ich denke schon. Ich denke, wir haben mal wieder die Moral bewiesen, die auch in der Mannschaft steckt, was wir leisten können, wenn wir alle 100% geben, auch die Spieler, die von der Bank kommen. Und ich denke, selbst nach dem 2-0 hat man gesehen, dass wir noch ein Ziel vor Augen hatten und wussten, dass wir zu Hause noch das Spiel mindestens mit einem Unentschieden begleichen können. Also es zeichnet uns auf jeden Fall aus. Das hat man letzte Saison auch gesehen in der dritten Liga. Egal, ob es mal 1-2-0 stand für den Gegner, wir kamen immer zurück. Und das wissen wir auch. Und von daher, wie gesagt, das geht auch in der zweiten Liga, wenn wir zurückliegen, einfach weiter marschieren. Und ja, es kommt dann von allein. Ja, wir zeigen einfach jede Woche, dass wir konkurrenzfähig sind. Dass wir, klar, wir sind Aufsteiger, aber wir lassen uns halt auch nicht abkochen. Wir haben oft dann auch einfach Spiele, wo wir vielleicht einmal zurückliegen und dann zeigt einfach den Charakter der Mannschaft, dass wir dann auch immer zurückkommen oder es probieren zumindest. Wenn ich jetzt aufs Spiel zurückblicke, sind wir eigentlich zufrieden, wie ich eben schon gesagt habe, nach dem Rückstand so zurückzukommen. Klar, die 3 Tore vor der West, das ist schon Gänsehaut-Feeling. Ja, genau, ist schon Wahnsinn. Und auch die Reaktion der Fans nach dem Spiel, als ihr dann nochmal hier vorbeigegangen seid, die war ja sicher sehr aufmunternd und positiv. Ja, natürlich. Da hat, muss ich sagen, mittlerweile die Fans ein richtig gutes Gespür dafür. Auch Magdeburg immer weiter angefeuert. Und das ist auch der richtige Ansatz. Auch wenn du mal kurz vor Schluss einen bekommst, einfach weitermachen und die Fans genauso. Dankeschön. Bitte.